Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir in der Wendebytes Adaptstock Challenge. In der letzten Folge haben wir Score aufgefangen, das ist ein kleines Trassler. Und die letzte Folge lief überhaupt nicht gut, denn ich habe viel zu viele Pokémon getötet. 3 Stück an der Zahl, wir haben zum Glück trotzdem noch einen Score aufbekommen. Ich werde jetzt gegen diesen komischen Trainer hier kämpfen und hoffen, dass ich nicht sterbe. Wir müssen auf jeden Fall Trassler noch ein bisschen trainieren. Ich habe richtig Angst. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen, Bühne frei! Für seine Nicht-Käfer-Pokémon. Oh, das meinte auch der Sepp letztes Mal schon. Ich meinte ja, yo, der erste Arena-Leiter wird natürlich Gestein haben. Aber es ist ein Randomizer, habe ich vollkommen vergessen. dass es ein Randomizer ist. Heißt, er wird garantiert kein Gestein haben. Ja, gegen so einen Carpador kann, glaube ich, jeder was machen, ne? Sogar Trassler. Obwohl, nee, warte, es ist Randomizer. Wir müssen davon ausgehen, dass der trotzdem irgendeine Attacke drauf hat, dieses scheiß Carpador. Und ich hoffe, keine gute. Okay, wir machen ihn auf jeden Fall Hälfte der Leben Schaden. Ja, guck. Ich glaube, ich habe nämlich sogar eingestellt, dass jedes Scheiß-Pokémon, deswegen hat er nämlich auch, also jetzt zum Ersten Carpador und auch das Safcon hatte ja auch eine Attacke. Ich habe eingestellt, dass jedes Pokémon von Anfang an 2 Damage-machende Attacken hat. Deswegen hat wirklich jedes Kack-Pokémon, Felino, in diesem Spiel, wir wechseln mal aus, weil ich glaube, der hat nur Wasser-Pokémon. Er hat ja, hat 2 Attacken. Das ist zum einen natürlich gut, wenn ich jetzt ein neues Pokémon fange, dann haben die auch schon Attacken und ich kann mit denen schon trainieren, wenn ich wollen würde. Aber ist auch scheiße, weil die Gegner dadurch auch alle Attacken haben. So ist die Frage, ist Felino nur Wasser oder ist Felino tatsächlich auch Boden oder so? Weil ich glaube, es hat keine Wirkung, weil der fucking Boden ist, nicht wahr? Oh nein, wieso habe ich denn dann ausgewechselt? Felino ist ja so ein Arschloch. Okay, ich bin froh, dass unser Yodo-King auch noch eine Unlichtattacke drauf hat, weil sonst wäre dieser Tausch ja richtig, richtig dumm gewesen. Giftschweif, ja, I don't care, mach halt deinen Giftschweif. Oh mein Gott, das ist, sowas ist assig, wenn Pokémon wirklich ihre eigene Schwäche auskurieren, dadurch, dass sie noch einen anderen Typ haben. Nicht cool, Felino. Ich hoffe, sein drittes Pokémon ist wieder wirklich nur Wasser. Ein Barsch war, ja, Barsch war. Obwohl, ist Barsch war auch wieder Boden? Das ist auf jeden Fall auch, nein, 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 das ist auch so ein Fisch, ne? Fische. Ja, aber halt so ein prähistorischer Fisch, I don't know. Wir probieren es mal. Zum Glück sind die alle nur Level 5. Er greift doch an. Sollte sehr... Ja, okay, easy. YOLO macht das, YOLO macht das. Okay, okay, okay. Wir haben einen weiteren Trainerkampf überlebt, ohne dass irgendwas gestorben ist. Und dann können wir es, glaube ich, auch mal wagen, Score... Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst davor, aber an erste Stelle zu packen. Ich hoffe, er stirbt nicht instant, aber die Pokémon hier sollten ja noch nicht allzu stark sein, oder? Vielleicht ist hier sogar noch irgendwas versteckt. Der ist wahrscheinlich auch ein Trainer. Also gegen Trainer habe ich keine Lust. Wir werden doch mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas Schwaches im Gras bekommen. Einfach nur, damit Squirt zumindest auf Level 5 kommt. Ein Taubsi, okay. Ach so, hier, das meinte der Schedussel auch schon. Ob das dann normal ist beim Randomizer, dass Taubsi doppelt drankommt. Und Trassler gab es ja jetzt auch schon 2-mal. Und ich habe das tatsächlich leider so eingestellt, dass die Welt 1:1 global verändert wird. Okay, der macht doch ein bisschen viel Schaden. Ich glaube, ich muss Trassler leider austauschen. Ja, okay, Trassler kriegt das nicht hin. Sorry, Score. Ja, genau, so habe ich das eingestellt. Heißt, alle, ich weiß jetzt nicht, was Taubsi davor war, alle sagen wir, das ist ein Raupi. Alle Raupis in diesem Spiel werden jetzt zu Taubsis, egal auf welcher Route sie sind. Und deswegen kann es jetzt halt auch sein, dass auf 2 Routen dasselbe Pokémon kommt. Dasselbe halt für Trassler. War dann vielleicht vorher ein Radfratz. Keine Ahnung, wie das in dieser Edition ist. Und alle Radfratz in dem Spiel, egal auf welcher Route, sind dann halt jetzt ein Trassler. Nur damit ihr da Bescheid wisst, wie das funktioniert. Aber ja, guter Einwand vom Schedussel. Werde ich in der nächsten Randomizer-Challenge, wenn ich dann mal eine machen sollte, auch auf jeden Fall ändern, dass das Area-mäßig verändert wird, weil dann gibt es viel mehr verschiedene Pokémon zu finden. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, nochmal zurückzulaufen, deswegen... Wir haben 10 Tränke, komm. Wir setzen mal einen Trank für YOLO ein. Okay, so, wir gehen jetzt aber wirklich mal weiter. Ich möchte heute nämlich auf jeden Fall den ersten Orden verdienen. So, du siehst auch aus, als wenn du... Nein, ist nur Story. Ha, nee, Fehlanzeige. Huch, wer bist du denn? Hast du hier zufällig einen Knilz gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Oh, und wir sehen endlich mal Team Aqua, ist das, ne? Der sieht ja cool aus. Jo, ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst mir hier im Blütenbock weit zu lang herum. Deshalb nehme ich dich jetzt einfach so von diesem kleinen Jungen hier aus. Ha. Hä? Du versteckst dich hinter dem kleinen Jungen, was soll das denn? Los, komm her! Oh mein Gott, er ist voll der Karate-Fuzzi. Fuck. Okay, aber solange er kein Antischuppenshampoo dabei hat, sollte alles okay sein. Castadur ist wahrscheinlich einfach ein Pflanzen-Pokémon, nicht wahr? Ich probiere einfach mal den Donnerzahn aus. Einfach vor the Duels einmal gucken. Na okay, es macht immer absolut gar kein Damage. Katapult. Au. Gegen Pflanze ist das nicht gut. Okay, er ist Level 9. Ich habe richtig Angst vor Level 9 an. Okay, warte, wir probieren mal Nachtflut.
Das sollte ja wohl ein bisschen mehr Damage machen als Donner. Nee, auch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße, dass der so ein krasses Pokémon hat, das einfach so tanky ist? Nein, Steinpoli. Achso, nee, macht gar nichts, ne? Ich glaube, das macht gar nichts. Das verstärkt ihn nur. Deine Initiative steigt stark. Okay, das finde ich gar nicht toll. Ich glaube, ich werde YOLO King einmal heilen, weil sicher ist sicher. Ich möchte erstmal sehen, was das Pokémon, das Castadua, so drauf hat. Ob der jetzt einfach nur tanky ist oder tatsächlich böse Sachen machen kann. Katapult. Ich habe diese. Oh, YOLO hat sie abgewehrt. YOLO, du bist geil. Aber selbst mit einem Crit soll das lang, dass YOLO überlebt. Wenn wir jetzt noch zweimal Nachtflut raushauen, unsere Initiative scheint ja auch höher zu sein als die von diesem komischen Typ. Genauigkeit sinkt auch nochmal. Okay, ja, dann haben wir's, oder? Oh mein Gott, aber ich hasse es, wenn die Leute so tanky sind. Komm, einmal noch Nachtflut müsste jetzt. Nein, ey, wieso greift er denn als erstes an? Okay, aber kein Crit. Ich habe bei jeder Attacke richtig Angst, dass irgendwas passiert. Okay, wir haben gewonnen. YOLO, du bist der Beste. Ich bin froh, dass ich die Beere eingesetzt habe. Und wir kriegen richtig viele Erfahrungspunkte. Mega nice, Level 9. Bitte lern irgendwas Neues. Das Blöde ist halt, dass Zapladin, also YOLO, entwickelt sich erst richtig spät, mit Level 39 oder sowas. Und dann bräuchte man Donnerstein, damit er sich noch weiterentwickelt. Heißt, wenn wir überhaupt den irgendwann mal entwickeln, dann erst im Late Game. Du hast ja echt Nerven, Junge. Team Aqua wird das nicht auf sich sitzen lassen, Bro. Unser Kampf wird in die zweite Runde gehen. Aber nicht jetzt. Ah, oh, danke, das war ja super knapp. Als kleines Dankeschön kriegst du das hier von mir. Den EP-Teiler einfach. Okay, das ist mega gut. Hä, man kann ihn nur ausschalten? Warte mal, solange der EP-Teiler angeschaltet ist, erhält jedes Team-Pokémon nach einem Sieg Erfahrungspunkte. Ach, man kann das gar nicht einem einzelnen Pokémon geben. Okay, das ist schlimm, aber auch gut. Wegen des Level-Caps. Okay, muss ich darauf achten, dass ich das dann rechtzeitig auch wieder ausmache? Hallo, bist du auch ein Trainer? Nope. Aber du bist auch einer. Okay, let's go. Oh, vor den Trainerkämpfen habe ich immer richtig Angst. Die könnten. Oh, der hat auch nur eins. Ich hasse das, wenn die nur eins haben. Kleinstein? Okay, Kleinstein. Wir haben halt noch kein Wasser-Pokémon. Wir sind allgemein nicht so geil aufgestellt mit den Pokémon, die wir bisher so haben. Level 8er Kleinstein. Ja, moin. Oh Mann, wieso ist der denn schon Level 8? Bin ich underleveled? Oh, ein Volltreffer. Okay, mega gut. Oder haben die einfach so krasse Pokémon? Das kann natürlich auch sein. Oh boy, oh boy. Flyer erreicht Level 10. Da wird auch ein kleines Pokéball. Was ist denn in diesem drin? Ein Hypertrank. Oh, Hypertrank ist mega gut. Heilt, glaube ich, 60 oder sogar 100. Auf jeden Fall mega viel. Können wir eigentlich noch nicht gebrauchen. Ist schon eher Late-Game-mäßig. Guck mal, hier könnte man irgendwas zerschneiden, wenn ich den Zerschneider hätte. Hab ich aber nicht. Dann ab in die nächste City-Midi. Oh, was haben wir da noch? Jo, hier spricht das Blütenbock-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandant Wolfgang, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weiter Nachforschungen zu jener Energie anstellen. Dieser Junge, er hat da ganz schön was auf dem Kasten. Ja, macht euch gefasst auf einen bösen Dizzy, der euch alle vernichten wird. Ich habe aber gehört, dass die Story von Team Aqua eigentlich recht cool sein soll. Da bin ich also sehr gespannt, was da so abgeht. Ob die jetzt einfach nur böse sind, des Böse sein Willens oder warum auch immer. Moin. Na, wie läuft's? Ich liebe es, mir die Lunge aus dem Hals zu schreien und dem Echo meiner eigenen Stimme zu lauschen. Hier, dieses TM schenke ich dir. Flammsturm. Oh, Flammsturm. Also ja, die TMs, die man bekommt, sind, wie gesagt, auch random. Flammsturm ist natürlich mega gut. Du kannst jede TM so oft einsetzen, wie du willst, Bro. Echt? Warte, kann irgendjemand meiner Pokémon Flammsturm lernen? Das wäre ja mega krass. Oh, Score kann Flammsturm lernen. Ja, moin, auf jeden Fall. Score, lern. Flammsturm, bitte. Mega gut. Okay, wir haben eine richtig krasse Attacke. Okay, Score. Oh, wir müssen Score auf jeden Fall trainieren, dass der krasse Sachen macht. So, wir haben hier noch irgendeinen Blumenladen. Oh, hallo. Willkommen im Blumenladen Blütentraum. Unser Motto lautet, verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. So, wo geht's hier hin? Nirgendwo hin? Alles klar. Hallo. Au, die will kämpfen. Nein, ich war gar nicht bereit für einen Kampf. Ich dachte, die steht da nur so rum und gibt mir vielleicht eine Angel. Aber nee, Champion Marilyn möchte kämpfen. Okay. Marilyn. Und sie. Marilyn hat einen Meryl? Okay, was ist das denn bitte für Zufall? Level 10. Oh mein. Ich weiß wirklich nicht, ob ich wirklich underleveled bin. Die sind einfach schon Level 10. What the fuck haben die für krasse Pokémon? Egal, mit unserer Zeus Blitz. Nein, er stirbt einfach nicht. Aber mit der Zeus Blitzattacke haben wir auf jeden Fall gut Damage gemacht. Oh, aber sie auch. Oh mein Gott, greife ich als erstes an? Ey, weh, ich greife nicht als erstes an. Setz Top-Genesung ein! Das zählt jetzt aber als Aktion, ne? Also die kann jetzt nicht nochmal angreifen, nachdem ich meinen Donnerzahn gemacht habe. Wenn ich jetzt nicht treffe, bin ich einfach tot. Kreuzdonner, bitte als erstes. Ja, okay. Und es trifft auch. Oh, das ist richtig assig, wenn die Top-Genesung oder so machen. Ich hasse das. Meryl Level 10, ey, am Arsch.
So, jetzt bin ich auch Level 10. Was sagst du jetzt? Und Skull möchte Diebeskuss erlernen. Was macht denn Diebeskuss? Macht auf jeden Fall Schaden. Der Anwender stiehlt dem Ziel mit einem Kuss KP. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel. Oh, deswegen Diebeskuss. Oh, mega cool. Also man zieht dem Gegner Leben ab und kriegt dafür selber Leben dazu. Ja, ist natürlich ultra strong. Okay, für Wunderraum Diebeskuss. Ich glaube, Skull, wenn wir den richtig trainieren und er eventuell sich sogar irgendwann entwickelt. Ich habe auch nachgeguckt, Skull ist ja ein männliches Trassler. Dann könnte das richtig, richtig stark werden. Boah, die hat 1200 Poké-Dollar dabei. Was geht denn bei ihr ab? Aber ich wollte ehrlich gesagt gar nicht gegen sie kämpfen. Oh nein, hier sind ganz viele Trainer, kann das sein? Ich möchte ehrlich gesagt lieber in das nächste Gebiet. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass hier irgendwann nochmal die Rivalin kommt oder sowas und gegen mich kämpft. Deswegen sicher ist sicher und wir setzen nochmal einen Trank ein. Ich weiß, es ist mega Poké-Dollar-Verschwendung, aber was soll ich machen? Wir müssen ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Oh boy. Und gucken jetzt mal, ob wir von hier hinten... Oh, hier kriegen wir auch ein Pokémon, ne? Dann holen wir uns hier jetzt noch ein neues Pokémon. Kommen dann hoffentlich in die neue Stadt rein. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich rechts weiter... Ey, kommt wieder ein Taubsi? Das ist lame, oder? Ich kann doch nicht immer nur Taubsis fangen. Aber das ist das erste Pokémon, das ich jetzt hier gefunden habe. Ach man, das ist richtig blöd mit diesem Global 1-1. Das ist schon das dritte Taubsi auf der dritten Route. Tja, können wir zumindest mal Diebeskuss ausprobieren, wie viel Damage das so macht. Oh, doch, ganz nett. Und es heilt mehr als die Hälfte, haben die gesagt. Guck mal, da sind wir wieder voll. Alter, richtig krass. Okay, also Skull ist, glaube ich, mein Lieblings-Pokémon momentan von denen, die wir haben. Wir haben auch genug Leben, das heißt, wir können es auf jeden Fall fangen. Ist jetzt nicht so, dass ich ein zweites Taubsi haben wollen würde, aber gut. Let's go. 1, 2, 3... Merci. Oh, was will ich denn mit dem zweiten Taubsi? Und vor allem, wieso gibt es so viele Taubsis? Kann ich das im Nachhinein nochmal umstellen, dass das nicht 1 zu 1 Global ist? Weil das ist echt lame, dass alles Taubsis hier sind. Naja, dann willkommen im Team Wilbur. Ist ein bisschen sad, dass du mein zweites Taubsi bist, aber was soll man machen? Aber ja, immer bisher dieselben Pokémon. Das ist ein bisschen sehr sad. Hallo, du willst auch kämpfen, ne? Alles klar, komm her. Dancer Jacqueline hat ein Schneckmack. Oh, ein Feuer-Pokémon. Oh nein, ich hab Skull vorne. Oh, ich bin ein Dummkopf. Aber es ist nur Level 6. Feuer ist nicht gut gegen Psycho, oder? Sollte es zumindest nicht. Wir könnten mal probieren, gegen es zu kämpfen mit so einem Liebeskuss. Diebeskuss meine ich natürlich. Es macht gar keinen Damage. Geil, geil. Sehr gut. Also Fee ist nicht gut gegen Feuer, ja? Okay, wieder was gelernt. Was kann er? Feuerwirbel. Komm. Come at me. I don't care. Oh, jetzt brenne ich. Cool. Stirbt man dadurch? Wir haben halt nichts, was irgendwie cool wäre gegen Feuer. Skorf kann nicht ausgetauscht werden. Was? Warum das denn nicht? Warum darf ich Skorf nicht austauschen? Wegen Feuerwirbel oder was? Oh nein, Sache. Ich kann doch jetzt nicht meinen Skorf verlieren. Okay, wir setzen eine Sinelbeere ein, dass Skorf hoffentlich nicht stirbt. Das ist ja richtig. Okay, ich muss Skorf irgendwie rausbekommen. Hallo? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Mein Skull wird doch auf jeden Fall sterben, wenn ich jetzt nichts mache. Ich kann den nicht austauschen. Wieso kann ich den jetzt so gar nicht, oder was? Weil Schneckmark irgendeine Scheiße hat, oder wie? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt am Feuerwirbel liegt oder an irgendeiner Unterdrückungsattacke, die Schneckmark kann. Ich werde Skull nochmal heilen. Was soll ich denn machen? Und hoffen, dass der Schneckmark irgendwann kein Feuerwirbel mehr macht. Und ich eventuell austauschen... Ne, er setzt trotzdem immer weiter Feuerwirbel ein, ne? Das bringt ja dann auch nichts. Oh Mann, jetzt verliere ich meinen Score wegen so einer Kacke. Okay, wir können gar nichts machen, ne? Mit Diebeskuss könnten wir zumindest eine Attacke überleben, weil wir uns dadurch heilen, aber wir machen... Oh, war ein Volltreffer anscheinend. Okay, dann heilen wir uns zumindest ein bisschen hoch. Kann er mal aufhören, seinen Feuerwirbel einzusetzen? Boah, immer dieser Nachbrenner, das ist Kacke. Diese Nachbrennung ist richtig dumm. Leute, ich kann gar nichts machen. Ich muss ja die ganze Zeit heilen. Gut, wir heilen jetzt die ganze Zeit Skorf hoch. In der Hoffnung, dass Feuerwirbel irgendwann mal nicht trifft. Oder wir uns halt immer wieder hochheilen können mit... Er setzt Glut. Oh, Glut ist mal was anderes. Aber jetzt brenne ich wahrscheinlich, ne? Was ist denn das für ein Feuerwirbel-Scheiß? Ich hasse es. Ja, aber wir können nichts anderes machen. Wir müssen mit Diebeskuss uns hochheilen. Und hoffen, dass das genug heilt, dass er uns nicht tötet. Gut. Wenn er da natürlich auch mal einen Crit macht. Jetzt brennen wir auch noch. Perfekt, perfekt. Skull ist einfach tot. Skull ist nicht mehr zu retten. Wir sind von Feuerwirbel befreit. Heißt das, ich kann jetzt austauschen? Das wäre fantastisch. Bitte. Ja, es war wegen Feuerwirbel. Okay, wir haben Skull gerettet. Wir haben Skull gerettet. So, Fly, du musst das jetzt regeln. Scheißegal, was der macht.
Feuerwirbel ist ja richtig assig. Okay, dass es so assige Attacken gibt, hätte ich nicht gedacht. Und gegen Feuer? Der hat ja sogar eine Wasserattacke. Oh, ich bin so dumm. Fly hat ja Wasserattacken. Ja, let's go. Okay, damit sollte das Schneckmack auf jeden Fall weg sein. Hau ab, du, ey. Hau ab. Wilbur ist Level 6, okay. Und Glumanda. Wir bleiben auf jeden Fall bei Fly, weil er ja eine Wasserattacke drauf hat mit seinen komischen Shurikens. Boah, ey. Das war richtig knappi. Ich hätte fast mein erstes Pokémon verloren. Nur wegen so einem Kack-Schneckmark. Zwei, komm, treff noch einmal. Perfekt, Fly. Fly, my man. Ui, okay, das war ein krasser Kampf. Das war ein richtig heftiger Kampf. Ui. Ja, kommen hier jetzt noch mehr Trainer? Das wäre richtig scheiße. Kann man irgendwie nach oben gucken? Da kommt noch ein Doppelkampf. Es kommt einfach noch ein Doppelkampf. Oh nein. Okay, ich muss auf jeden Fall einmal zurücklaufen und meine Pokémon heilen. I'm sorry.